So, Freunde, willkommen zum zweiten Tag des blutigen Kampfturniers. 4 Sterne, alle Farben. Keine Heilung. So, dann gucken wir mal. Das war schon mal ein guter Tag. Das war nicht gut. 29 Minuten, okay, dann haben wir, was ist das? Das ist ein D dann für den ersten Tag. Jetzt sind wir auf E. Ja. Offensive im Moment keine Händchen, würde ich mal sagen, ja. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, fairerweise, ja, so ein bisschen. Wir haben jetzt mittlerweile einige Embleme auf 4 Sterne. Dementsprechend kriegen wir halt auch von Anfang an stärkere. Und werden natürlich auch stärkeren zugelost, die mit unserer Defensive wahrscheinlich nicht so viel Probleme haben. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Aber was soll's, ja? Solange wir am Ende Top 1 sind, ist alles gut. Müssen wir es halt offensiv irgendwie raushauen. So, hier nehmen wir Blau mit. Mit Sonja. Nehmen wir dann Grün mit. Dann könnte man noch einen Catmall mitnehmen. Dann hätte man 2 die Boni entfernen. Oder halt Gelb. Ich glaube, ich nehme die blau-grüne Kombo. Die beiden grün bleiben. Dann kommen jetzt noch. Ah, du kommst mit. Du musst mit. So, du kommst mit. Und nehmen wir Grimm mit. Oder warte mal. Den haben wir hier. Er geht auf alle. Die geht auf 3 entfernt Boni. Ich hätte überlegt, vielleicht einen Borel mitzunehmen. In dem Gegenschlag. Die Alternative wäre. Grimm und Jot. Grimm und Jot. Ah. Diese 50% Angriff, die sind schon nice, ne? Okay. Ich habe halt ein bisschen Bedenken vor dem Tiburtus, weil wir sind halt nicht stark auf Tiburtus, ja, ausgelegt im Moment. geht das wieder los? Ich nehme Borel. Erster Gedanke war Borel, wenn ich nehme Borel. Okay. Blau haben wir. Lass mal gucken, ob hier noch was mitkommt. So. Haben wir auch grün, blau. Ich glaube, wenn wir jetzt die blauen spielen, haben wir eine doppelte Chance, dass hier unten dann grün mitkommen kann, ne? Eine Chance, haut hin. Würde ich sagen, nehmen wir vorsichtshalber erstmal noch die grünen. So. So. Und dann holen wir uns die. War das noch gut, weil jetzt haben wir nämlich Catmon und Hänsel. So, wir hauen erstmal. So, erstmal Gegenschlag weg. Jetzt überlegen wir, auf wen wir gehen. Ich würde mal eben das sogar so machen, weil dann machen wir das so. Dann habe ich hier nämlich die blauen. Okay, das reicht noch nicht für ihn. Das war jetzt nicht so geplant. Hätte ich eher die 2 unter Wilbur machen sollen, ne? Ich krieg auch meine blauen nicht voll. Oder vielleicht jetzt doch. Nee. Schade. Ich dachte, ich krieg den Borel von Nebel voll. Aber dem ist nicht so. So, erstmal ihn weg.
Da waren die Lakaien. So, jetzt mal gucken, was da war. Okay, das sieht gut aus. Vielleicht nicht, vielleicht nicht zu viel. Okay. Oh je. Ah, Gegenschlag funktioniert nicht. Okay, das hat dann nicht so funktioniert. Kriegen wir Sonja noch weg? Ja, kriegen wir noch weg. Ja. War zu wenig blau. Da hätten wir Borel eher reinkriegen müssen irgendwie. Das hat nicht ganz gereicht. Okay, jetzt haben wir hier auch einen Borel. Grün, nehmen wir drei Grüne mit. Mit dem Blauen hat es jetzt nicht so funktioniert. Die Blauen nehmen wir nicht mehr mit. Drei Grüne. Ja, und zwei Lila. Nehmen wir die Burtus mit. Und wir nehmen mal den Steinspalter mit. Den haben wir gestern nicht mitgenommen. Heute nehmen wir ihn wieder mit. Okay. Brauchen ein bisschen Grün. Catmon, um den Gegenschlag wegzukriegen. Grün haben wir hier unten. Wir müssen erstmal jetzt zusehen. Okay, lila Diamant, den spielen wir natürlich. Unter Lee. Okay, die Kombo, die ist gut. Okay. Ja. Ah, ja. Warum nicht gerade so ein bisschen so ein Board? So eine Mischung wieder aus beidem, ja? Das war jetzt einmal wieder ein super Board und einmal gerade ein sehr, sehr durchschnittliches. Ja, um es mal nett auszudrücken. So, ach ja, erst Almur. Na egal, ich wollte Almur hier hinten mit Händel drauf machen. War der Plan. So, Diamant. Burtus am Start. Steinspalter regelt den Rest dann. So, Feierabend. Ja, also, ne? Dann nehme ich lieber eine Mischung aus beiden Boards, ehrlich gesagt. Als eins, wo es wirklich schwierig ist und eins, wo man nichts machen muss. Aber egal. So, jetzt haben wir gelb. Drei gelbe. Die beiden lilanen bleiben. Dreimal gelb. Gelb. Ich überlege tatsächlich, ihn mitzunehmen. Wenn wir ihn schon haben, warum sollten wir ihn nicht mal spielen? Rätel wäre eine Option. Ach komm, ich spiele so selten mit ihm. Komm, er kriegt die Chance. Er kriegt seine Chance. So, lila, gelb, okay. Gelb sehe ich hier. So, die Sache ist aber, wenn wir hier rot spielen und hier grün kriegen sollten, dann gehen die zusammen und wir hätten, wenn hier unten auch noch was kommt, einen Diamanten. Okay. Ja, gut. Nicht hätten, sondern haben. Das war Absicht. Ich wollte eigentlich, ich hatte gehofft, ne, das war jetzt der Knackpunkt, ich hatte gehofft, dass mit den anderen die beiden auch noch geladen sind. Dann hätte man nämlich Specials machen können, Diamant nochmal und dann wären wir wieder nah an den Specials gewesen. Das ist jetzt nicht passiert. Das heißt, wir spielen das jetzt erstmal so und so. Vielleicht keine Combo jetzt, danke. So, wir machen, er macht
Schaden, Mana, einfrieren. Okay, dann können wir sie zuerst machen. Na, jetzt mal gucken, was er macht. Mana, okay. Mal hier drüben hin. Wir haben hier einen Diamanten. So, Tiburtus auf alle. Steinspalter haut ab. Lila Diamant. Tiburtus nochmal. Die hier. Und das war's. Sansaburo-Test hat geklappt, ja? Solide. So, was haben wir da? Grün. Ja, lila kann bleiben. Umfang müssen wir nicht so viel Aufmerksamkeit geben, nur wegen dem Attack-Up. Ja, das ist so ein bisschen tricky, aber wenn wir die hier vorher wegkriegen, wem soll er dann noch den Angriff geben? Ja, das ist sowieso Heiler dann ganz außen in der Div. Das ist immer ein bisschen tricky. Wobei es natürlich richtig ist, erst Attack-Up und dann die ganzen Angriffshelden. Aber hier, wenn keiner mehr in der Mitte da ist zum Angriff geben oder zum Heilen, dann ist das auch doof. So, die beiden Lilanen bleiben, wir tauschen wieder. Drei Grüne rein. Drei Grüne, das ist dann Almur, Kettmann, packen wir mal da ein. Und wir nehmen mal mit. Buddy. Jetzt spielen wir mit Buddy. Ja. Aber er könnte es clean, er kann es auch clean, den Attack down, ne? Na, eigentlich wird er sehr oft gecleant, der kleine Buddy. Sollten wir vielleicht doch mal. Nehmen wir Peters mit. Statt Hänsel mal Peters. Oh Mann. Okay, hier haben wir grün und rot, blauer Diamant. Lila Match. Machen wir erstmal die hier. Blaue Diamante ist mir eigentlich erstmal völlig egal. Jawohl, sowas habe ich in der Art gehofft. Okay. Nehmen wir erstmal die. Ach, sie hat das Paladin-Gedöns da. Jetzt nicht mehr. Jawohl, das war. Ja, lass mal ein bisschen noch stehen hier, danke. So, mal eben überlegen. Sie kann jetzt ausweichen. Naja, das ist natürlich nicht so cool. Also sie kriegen wir weg, das ist kein Ding. Ich würde sagen, mit Almur gehen wir auf die 3. So, dann hauen wir ihn weg. Und bei ihr machen wir die Stille. Aber, perfekt. So, Tiburtus an. Steinspalter verschwindet. Grün, um Lee zu killen. Perfekt. Ja, genau, immer drauf, immer geben, ne? Immer gib ihr. Ja, ihm kannst du auch geben, gut. So, geheilt wird nicht. Ah, hat nicht ganz gereicht, vielleicht. Ah, ja, ach, schade. Jetzt hier hinten, aber ist ja im Endeffekt sogar egal. Okay. Gut, gut. Gut, gut. Einen haben wir noch. Okay, Catmon. Dann nehmen wir Rot. Rot und Grün. Ja, ich würde normalerweise Blau nehmen, aber Blau ist schwach gegen ihn. Dann nehmen wir jetzt Rot und dann nehmen wir Grün. Das ist dann hier stark gegen. Und neutral gegen ihn. Das heißt, auch kein
Toni entfernt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier mal den Kostümierten mit. Almur kann bleiben. Nehmen wir Gormek mit. Ah, wieder Auferstehung, ne? Das ist ja so, Traugersegen ist ja wieder Auferstehung. Also macht er jetzt wenig Sinn. Der Falke und Co. Der Falke. Ich überlege gerade Wilbur, warte mal, hat hier. Macht das nur bei den eigenen Leuten dann weg? Ach ja, klar, Kidmon. Das Scarlet nehme ich noch nicht mit. Wenn das Kostüm fertig ist, dann nehmen wir sie mal mit. Dann bleiben wir bei dem Falken und dem Sir. Okay. Oje. Vier rote Steine, das ist nicht gut. Wir kriegen. Den rüberziehen, den grünen. Dann haben wir da ein grünes Matchup. Puh, auch nicht viel, ne? Lass mal so. So. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, um uns hier was zurechtzubasteln. Jetzt killen wir mal bitte keinen. Ja, okay. Kann ich mitleben. Wir müssen jetzt mal eben hier hinten gucken, dass wir Tibotus da so ein bisschen bearbeiten. Ich spiele das mal so. Sieht nicht gut aus. Ali kann uns natürlich komplett weghauen, ne? Aber die beiden hier, die sind auch gefährlich. Ich würde gerne dann doch die beiden eher weghaben erstmal. Damit wir ein bisschen Platz haben zum Ghosten, ne? Lass den Almur stehen, gut. Evade und Stand gehalten. Das ist ja mal wieder richtig doof, ja. So, was können wir machen? Ist es sinnvoller, die 3 reinzuspielen? Oder, ja, ich mach mal lieber hier erstmal. Gucken, was da kommt. Kommt nix. Mal so spielen. Ah. Ich sag mal so, ja. Wieder 300 ein paar zerquetschte. Ich sag mal so, dieses eine Board, was da mega gut war, wo zwei Züge waren, das ein bisschen abgeschwächt und ein bisschen auf die beiden Niederlagen hier verteilt, dann wäre es gut gewesen. Ah. Ja. Es sind auch hohe Truppen, aber hat er ja auch 10, 15, 20. Er hatte sogar komplett voll, also. Ne? Haben uns ein bisschen dann in den entscheidenden Momenten wieder die Boards verlassen, was sehr, sehr schade ist. Man sieht, ich habe eine. Ah, heilige Kiste. Jetzt haben wir hier den Goblin-Ballon fertig. Ah, geil. Geil. Recyceln. Tschüss. Ah, man sieht sich. Gut. So, hier habe ich jetzt erstmal alles voll. Ich werde gleich mal gucken, dass wir es ein bisschen ausgeben. Ja, das war der erste Tag, ja.
Ist ein bisschen bergab gegangen. Ersten und letzten verloren. Aber guck mal, genau, 329, genau gleich. Naja, mal sehen. Mal sehen, wie es läuft. Okay, aber das werden wir dann morgen sehen, ob wir da, wie wir da rauskommen. Es wäre natürlich schön, wenn wir uns nicht einkaufen müssten. Also ich habe, du siehst ja, ich hab die Chancen gegen die vollen Defensiven, nur ich brauche dann halt auch ein bisschen was. Ja, und wenn dann zwischendurch das Ball weg ist. Hier war es jetzt bei dem letzten Kampf war so, dass wir am Anfang nichts hatten. Dass wir da erstmal einstecken mussten von Ketmon. Tiburtus hat uns da zwei weggehauen. Das Problem ist halt einfach, dass diese Devs dann sehr schwierig sind, wenn du erstmal vom Tank einkassieren musst und musst dann immer noch bauen. Ja. So einkassieren und dann Tank weghauen und zwei irgendwie daneben schon so ein bisschen schwächen, das ist schon nicht schlecht. Ah ja, naja gut. Wir werden sehen, wie es morgen läuft. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen.